So, guten Tag zusammen. Willkommen zum vorletzten Spieltag der NTTS. Noch ein Spieltag, das ist dieser und noch ein Spieltag und dann sind wir auch schon fast durch mit der regulären Season. Danach geht's in die Playoffs und ich glaube, wir sind relativ safe da. Ich hoffe, wir schaffen es auf den zweiten Platz, eventuell sogar auf den ersten Platz zu kommen, je nachdem, was so passiert. Leider sind wir auf den dritten gerutscht, durch letzte Woche, aber da der zweite Platz eh einen Free Day hat, heißt das, dass wir das noch gut aufholen können. Heute mal ohne Cam, weil ich weil ich keine Lust drauf hatte, genau, das wollte ich sagen. Wünsche jetzt auch noch meinem Gegner Good Luck, have fun. Und ja, ich bin ein bisschen nervös, weil ich einfach Bock habe, die Season super zu beenden. Das wäre halt schon ganz geil. Erst recht durch den super strong Start eigentlich kein Game verloren bis jetzt, bis auf letzte Woche halt. Genau, und davon wollen wir uns doch nicht runterziehen lassen. Genau, wir spielen heute halt gegen Schildische Squirtle Squad. Zungenbrecher vor dem Wind, wie man so schön sagt. Genau. Ich weiß gar nicht, jetzt, ob er Platz 4 oder so aktuell ist. Auf jeden Fall. Glaube ich auch ein stronger Spieler. Genau, dann wollen wir doch direkt mal Passwort eingeben. So, Sachen, die ich jetzt noch kurz machen möchte. So ist. Ah, komm. Kalk muss jetzt nicht sein, aber kurz mal das hier machen. Und dann hier. Ach ja, ist schön, wenn man Ohren im Kopf hat. Lied super, nice. ja, ich versuch's. Ich gebe mein Bestes. Habe auch irgendwie vor einer knappen halben Stunde mein TB beendet. Und ja, war schwierig, sagen wir mal so. Einfach weil ich mich für zwei Threads nicht entscheiden konnte. Zum Beispiel Fletchinder mit Gaslord zum Beispiel hatte ich mega Bock drauf, weil ich damit Sachen auch biegen kann, aber irgendwie war es doch nicht. Ich bin jetzt mit dem Team soweit zufrieden. Ich habe halt gesehen, in Anführungsstrichen sein einziger oder sein einzigen Physical Sweeper sind halt
G-Max Galaxo und Poliwurf, also Quappo, genau. Ja, der Rest ist halt speziell, deswegen wollte ich halt unbedingt Neostick mit drin haben. Und ja, da war halt dann leider kein Platz für anderes. Mein Team besteht aus Traptus Bomba, Neostick M, das Nord, Primarina, Steelix und das. Ich hab mich in der End. Oha, hi Sammy, was geht? Oh, okay, die Musik ist recht laut, dann mache ich mal leiser. Gut, to know, ich hoffe, jetzt ist es besser. Ja, alles super, Sammy. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Oh, du hast gegen Stille Macht gewonnen. Das ist Ehre. Dann kann ich ja doch noch Erster werden. Boah, das wäre sick. Also, da müsste ich gegen dich im letzten Spieltag gewinnen, aber das wäre mega sick. Ja, ich dachte es mir schon. Ich hatte diese Mon schon gesehen. Boah. Ja, genau, ich habe gerade ein Liga-Match gegen, glaube ich, Platz 3 oder 4. Boah, wie möchte ich leaden, ist halt die Frage. Meowstic, denke ich, kommt auf jeden Fall zu Zug. Es ist halt die Sache, womit er leadet. Relaxo ist halt super strong. Oh. Ja, das wird auf jeden Fall interessant. Das wird unser Spieltag. Okay, erstmal ich. Gehe ich erstmal auf Full Attack Mode oder. Oder nicht? Full Attack Mode. Wäre halt im Prinzip ganz nice. Aber ich will halt auch nicht eigentlich nicht direkt G-Maxen. Ich spiele erstmal ein bisschen. Ich glaube, ich spiele mal ein bisschen defensiver. Erstmal. Oder slower, sagen wir mal so. Ich will halt in den TA gehen. Im besten Fall. Wenn ich mich jetzt nicht verknickt habe. Just. Und ja, Gaswort. Fokus Gurt. Sehr nice. Und er hat Essel Gorg. Oha, hi Leon. Dann tatsächlich als allererstes Lichtschild plus den. Da gehe ich direkt TA. Ich könnte halt direkt TA gehen. Möchte ich das? Möchte ich direkt in den TA gehen? Ich glaube, ich möchte das erstmal nicht, um zu gucken, was er vorhat. Ach ja, ich habe mich für Poltergeist entschieden, einfach weil es Simsala one-shottet in der D-Max und auch das gute Tapu Lele sehr gut threateningt. Bin mal gespannt, was er macht. Direkt D-Max ist halt auch immer so ein zweischneidiges Schwert. Ja, Lichtschild, Säurespeier. Damit hat er ein Lichtschild negiert. Ja.
Dynas Buch sollte aber trotzdem, glaube ich, nicht so viel schaden. Doch. Aber ich lebe es noch, okay. Er ist aber auch richtig riskant. Oh, der Miss Mami. Boah, der Mist ist so belastend, ne? Scheiße. Ja, ich hätte halt TA gehen sollen. Oh, ist das blöd. Das ist halt das Problem mit Poltergeist. Danke, Sammy. Aber es ist halt auch noch nichts gelaufen, sagen wir mal so. Also ich kann mir halt nicht vorstellen, dass er jetzt, ja, Trugtrainer, dass er jetzt nicht das Knurr killt, Käfertrutz. Okay. Greift er jetzt Meowstic an? Wenn er jetzt Meowstic angreift. Spuk? Ne, okay. Boah, er ist halt echt krass, krass drauf, muss man einfach so sagen. Einfach weil ich halt auch, Sansala died hier jetzt auf jeden Fall. Ich setze halt Flächenmacht hier rein und die mixe jetzt mit Düner Flut into Sinsal, Sinsal Weil imagine, ich hätte jetzt einfach Galazapdos draußen. Das wäre nicht so gut für ihn gewesen. Ja, Sansala sollte jetzt dahin eigentlich. Killen tut es mich, meine ich nicht. Selbst mit den Säurespeier. Alexim hat einen Kill und das Knoll leider 0 und ist gestorben. Ah, tut halt trotzdem so weh, ne? Ah, Simsala hat halt auch einfach keine Death-Werte. Ist halt ein Böller-Monster, sag ich mal. Flut und sollte eigentlich vor. Oder war das Ding fokussig? Ah, okay, das Ding war fokussig. Ah, das habe ich nicht richtig mitgekriegt. Jetzt muss ich halt Plays machen, aber das kriege ich in Flächenmacht hier rein. Und ich Dynar Wallo. Weil Prim ist halt eine Gefahr für ihn eigentlich. Dynar Ball, ja. Moment.
Kurze Unterbrechung. Verbindung wird hergestellt, heißt, ich habe das Ding gekillt mit Miostic M, so wie es wollte. Ist immer blöd, wenn die Familie kurz stört. Wenn ich keine Ahnung habe, wie ich hier Sachen mute. Ah, Tab wie Loll. Ja, das erste Game ist halt fast over, I guess. Okay, er holt den Psychosamen für die Spezialverteidigung. Geht mir nichts, deswegen mache ich das hier und ich setze ich Dünner Zauber ein. Ich glaube nicht, ich glaube ich setze einfach Dünner Food ein. Okay, Vortrags, ja, ist klar. Schneller Flächen bekommt, wettet beide, aber da es halt auch keinen Spätzle-Tech mehr hat, macht das halt nothing an Schaden. Er nimmt das raus. Toku, den ein. Und das Tech fix. Hat immer noch gut Schaden. Die Max ist aus. Abschlag into. Siedewasser. Ich mach, bringt ihn halt nichts. Entweder wird es der Käfertod sein oder er geht halt für die Mondgewalt. Oder in, ja, Mondgewalt. Ja, es ist G1. sieht halt aktuell nicht so gut aus. Ja, er holt Tapu Lele zurück für Send. Okay, nice. Käfertotion. Ist okay, weil das Gastort nicht juckt. Siedewasser killt und kriegt den Kill. Und ich denke, Gasser kriegt den anderen Kill. Ne, tatsächlich nicht. Schade. Könnte ich sogar noch gewinnen, wenn jetzt kein. Ist das Backs oder was? Oder warum hat er rausgeswitcht? Oh. Wenn Gaswort lebt, ich glaube, ich habe noch die Screens oder den Lightscreen. Dann kann ich das halt noch gewinnen. Ich hätte halt Tapulele. Double Target und so ein, I guess. Selbe Speier. Ja. Zauberschein. Sollte nicht killen.
Und da ich jetzt selber kille. Kommt es jetzt darauf an, ob mich das Ding killt. Ich hoffe mal nicht. Und wenn nicht, dann habe ich G1 schon mal gewonnen mit Luck Käfertrotz. Er tankt's! Oh mein fucking Gott! Alter! Ehrengaslord. Yo, holy shit. Ehrenlord. Holy shit. Alter, das ist einfach Ehrenlord. Oder Imbalord. Ich hätte es halt auch nicht gedacht. Wahrscheinlich war es irgend so eine Wreck-A-Roll oder so. Wie starte ich dieses Game? Man muss halt auch sagen, er hatte halt auch Glück, dass ich halt nicht gekillt habe, dass das Colonel Alakazam nicht gekillt hat. Ist nur 12% Chance, mich zu one-hitten, wenn er sich maggt und Dings. Ja, mit dem Säurespeier eigentlich noch. Ja, doch. Ja, Säurespeier macht halt ein bisschen Chip. Das ist halt eine bessere Wohl für ihn. Ja, Stixaptos ist halt nicht der Play, wenn Acegor dabei ist. Das ist, wenn ich Miastic Prim liede, das Knorr Gaslord in the back. Ich denke, das könnte gut sein. Ja, ich try es mal mit Prim, um Alakazam direkt mal zu zersäbeln, und wenn er ja. Okay. Geht auch wieder dafür. Lichtschild. Und ich kann Dynafrost macht jetzt nicht so viel Sinn. Ich glaube, ich gehe auf Dynaf. Oder bringe ich das direkt raus? Ne, ich denke, Simsala rausbringen ist, glaube ich, die bessere Wahl, weil es mir gerade eben auch mehr Schwierigkeiten gebracht hat. Aber es macht halt auch nicht so viel Damage und Bolt nervt halt schon eher. Komm, erstmal aus dem Solar. No, Sensolar D-Max, weil Acegor kann ich mir nicht vorstellen. Dann kommt wieder Säurespeier. Mm-hmm.
Aber ich find's interesting, dass er Snorlax nicht dabei hat. Ja, der Gegner ist echt gut, also. Alter Pflaume, der spielt echt krass. Oh nice, er geht für den Käfertrutz und gar nicht erst für Spätzdef-Senkung. Gegner Spuk, jo. Lebe ich noch? Chillig. Verteilen sinkt. Die nach Flut. Ja, der Lichtschild ist halt zu Beginn eh erstmal wichtiger. Das kann ich nicht gut trennen. Nochmal Dünner Flut abfeuern. Außer er protected jetzt und killt Meowstic mit Käfertrutz. Dachte ich mir. Gut geplayt. Ja, okay. Ah, ich habe den Protect oder die Statusattacke, die er hat, halt nicht gesehen. Daher konnte ich es jetzt nicht genau antizipaten und besser so, wie dass ich ihm Kills gönne. Fokus gehört Psychosamen. TA und dann hole ich mir den Dünner Zauber. Wäre maybe gut, falls das Gainer kann. Na ne, Dünner Flut einfach für den Damage. Ah, scheiße. Okay, ich habe Poltergeist im Prinzip. Und der Gaslord in the back. Ah, der Missklick war bitter. Könnte bitter sein. Good thing ist, Simsala hat immer noch den Poltergeist, so dass ich es halt hitten kann. Und ich sag's noch. Dünner Spuk, no. Die Death sinkt, aber da ja halt kaum irgendwas in der Death hat, also was mich deathmäßig angreift, ist das erstmal noch unrelevant. Geist. Siedewasser. So viel Damage aus Simsala wie möglich. Ich hoffe, ja, dass der Poltergeist hittet. Ansonsten kommt Gaslord und claimt sich mal ein paar Kills. Mit Prim. Bolt zurückgerufen. Topolol. Ist fein. Ah, er will jetzt für den Dings gehen. Na. Ist aber komplett in Ordnung. Poltergeist. Nice. Fokus gut. Hittet ihn und dann ein bisschen Salat down. Und
Ich hätte Dynazauber lieber eingesetzt, damit es jetzt nicht sleept. Ich switch jetzt nicht raus. Er geht halt Schutzschild sogar. Das Knorr schläft, Mondgewalt in den Protect. Shadowball. Das ist okay, killt aber nicht. Es hört auf zu regnen, ist auch okay. To be honest, ich versuche Takulele erstmal loszuwerden. Na genau, das dachte ich mir jetzt auch. Shadow Ball, ja, oh, ist okay. Drücke ich Abschlag oder drücke ich Gifthieb? Ich glaube, Abschlag ist halt ganz okay, ne? Es sind noch ein paar Runden, TA. Ich weiß jetzt. Okay. Ist fein. Na, ja, wenn er TA stallt. Ja, okay, TA ist weg. Abschalt Mundgewalt. Bei Zauberschein müsste ich eigentlich wieder tanken, weil ich glaube ich noch ein oder zwei Runden die Lightscreens draußen habe. Okay, Moonblast. Tanke ich den. Ja! Mein Gott. Gut. Abschlag kommt. Wenn ich jetzt sehr auf Prim. Er tankt das auch noch. Was ein Goat, Junge. Gaslord, du fucking Ehrenbruder. Digga, das ist halt over. Junge, Gaslord Assault West. Oh, fuck my life. Bruder, Gaslord, so ein Ehrenvieh. Digga, was war das? Ja, GG an alte Pflaume, beziehungsweise schüttig Squid Squad. Alter, holy shit, waren das zwei Closer Games. Und Junge, was ist Gaslord für ein Vieh gewesen? Alter, holy shit.
Ja, Gaslord sah halt geil aus. Ich wollte Gaslord auch unbedingt mitnehmen. Aber ich wollte halt auch Meowstic dabei haben. Deswegen musste ich dann halt auf Weaker oder Beaker verzichten. Weil ohne den, ich sag's dir, ohne Meowstic als Ehrensupporter schwierig, sag ich mal. Sehr, sehr schwierig. Ja, auf jeden Fall. Ja, ohne Lord hätte ich halt Vika, ne? Vika hätte halt auch gut was gegen Simsala gemacht, aber Gastlord ist halt schon Ehre. Oh mein Gott, Alter. Also unterschätzt niemals Gastlord, Leute. Auf jeden Fall. Jo, das auf jeden Fall. Gastlord im TA war mega gegen Palo. Dass er, dass Gastlord aber auch einfach die Erdkräfte noch lebt. Also das ist halt Omega Lull. Also pff. Hätte ich nie mit gerechnet. Hätte ich tatsächlich nicht mit gerechnet. Dachte nach G1 auch schon, ja scheiße, ich muss TA gehen, weil ich sonst keine andere Chance hat, weil Exeggur droppt halt genau nach G1, wenn Exeggur Säure mein Galazapdos speiert, ist das halt auch down und dann bringt's halt nicht. Also pff, wirklich sehr, sehr insane. Naja, ja, ich nenne das auch, weil Gastlord das insane, wenn ich es auf YouTube hochlade, weil meine Matches sind ja, die letzten zwei, drei sind ja hier auf nur auf Twitch, weil ich keinen Bock hatte, das rüberzuziehen auf YouTube, aber ich glaube, den Spieltag auf jeden Fall einfach zu Ehren von Gastlord. Ich denke mal, die anderen Spiele werde ich auch noch rüberziehen. Auf jeden Fall wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum letzten Spieltag gegen Adidas aka Nilo. Das wird auch nochmal sehr interessant. Und bis denne.